dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Zugführer Hannibal, der Folge 21 der munteren Philosophentrilogie Nominalismus, Abstraktionen, Sprachkritik mit der Nummer 115, eine Fortführung der letzten Folge Helga Eng. Eng wie eng mit drei Buchstaben in der Abteilung sich bewusst machen, welche Rolle der sogenannte Sinnesapparat in Bezug auf das Erkennen von Realität spielt. Helga Eng schreibt hier: Das Auge gibt uns nur Gesichtsempfindungen, zum Beispiel von einem Apfel, und es wird von anderen Sinnesqualitäten wie Geruch, Geschmack abstrahiert. Empfinden ist schon eine elementare Abstraktion. Also das Empfinden, Abstraktion darstellt, wurde des Öfteren schon mal angesprochen. Was hier aber noch eine Rolle spielt, ist diese Abstraktion von anderen Sinnesqualitäten. Also dass bestimmte Empfindungen, wie zum Beispiel die Gesichtsempfindungen, eine vorrangige Rolle spielen. Sehen und Begreifen, also Tastempfindungen, vielleicht auch noch das Gehör, demgegenüber Geruch und Geschmack in der Regel nicht so von Bedeutung sind in der Registrierung dessen, was da gemeint ist. Realität bezeichnet. Werden sich jetzt Hunde beschweren, was den Geruch angeht, oder Köche oder Weinkellner, was den Geschmack angeht, weil da andere Sinne im Vordergrund stehen, eine andere Art von Realität, sage ich mal, mit einer anderen Gewichtung. Und das ist jetzt was in Erinnerung zu behalten ist oder sich bewusst zu machen gilt, dass wie diese Sinne wirken, braucht man nur die Augen aufmachen und dann feststellen, dass der Geruch möglicherweise gar nicht mehr gerochen wird, weil es so auf Dauer gestellt ist, man sich den ganzen Tag im Zimmer befindet und erst wenn man jetzt, sage ich mal, vom Balkon hereinkommt, diesen Geruch als andersartig feststellt. Oder jetzt vom Einkaufen kommt und dann in die Wohnung zurück, oder eben keinen Geruch bemerkt, wohingegen der Geruch, den die Nachbarin jetzt zum Beispiel bei ihrem Kochen verbreitet, durch das ganze Treppenhaus tagelang nicht mehr wegzuriechen ist, wegzudenken ist, nicht mehr auskommt, diesem Geruch, wie auch ein bestimmter Geschmack, habe ich mir jetzt seit nicht so lange her, seit etwa 20 Jahren gewöhne ich mir an, nach jeder Mahlzeit mir die Zähne zu putzen, weil mir der Geschmack im Mund irgendwie unangenehm ist. Auch in dem Fall jetzt, wenn irgendein säurehaltiges da genossen wurde, auch der Zahnpflege wegen, aber in erster Linie möchte ich sagen, dass ich mich an einen bestimmten neutralen Geschmack im Mund gewöhnt habe und den bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, dann wiederherstelle. Wovon schon mal die Rede war, ist, es gibt da diese Parole, immer das Gleiche zu empfinden ist wie nichts zu empfinden.
Das heißt, es werden nur die Unterschiede wahrgenommen und der Rest ist irgendwie abgespeichert und wird gar nicht registriert. Da finden zwar alle möglichen Reize statt, aber wenn jetzt passiert es oft, wenn man sich nicht mehr erinnern kann, dass bestimmte Tätigkeiten völlig unbewusst geschehen, habe ich mir jetzt schon die Zähne geputzt oder nicht. Das ist jetzt in meinem Fall nicht so oft der Fall, weil ich meinen Geschmack im Mund kenne, aber habe ich jetzt die Heizung abgedreht oder nicht, irgendetwas in ein Regal zurückgestellt, egal, wie auch immer, sind diese Geschichten, wo man es mit einer Realität zu tun hat, die völlig an einem vorbeigeht, weil man abgeschaltet hat, auf was anderes konzentriert. Und das passiert, da gibt es auch so schöne Experimente, wie oft kommt in dieser Textstelle der Buchstabe N vor oder so ähnliches, und jede Menge, statistisch eine sehr hohe Anzahl von Menschen kann diese beim ersten Durchgang nicht die exakte Anzahl der Buchstaben da sehen, zählen. Also das Bewusstsein ist eine enge Pforte, und es gibt da die Schwellen, sogenannten sprichwörtlichen Schwellen des Bewusstseins, über die ein Reiz hinausgehen muss, um überhaupt als etwas registriert, das Wort wollte ich sagen, um überhaupt registriert zu werden, was aber nicht heißt, dass deswegen nicht irgendetwas vorhanden wäre. Es wird eben nur nicht erkannt, nicht als das erkannt. Etwas als an sich, wie es an sich ist, zu erkennen, ist völlig um. Aber das soll es jetzt hier auch schon gewesen sein. Wir kommen zu Jan von Rotzwadowski. Die Vorstellungen sind im Allgemeinen fließende Gebilde, in dem ihre Elemente durch die verschiedensten Assoziationen ununterbrochenen Verschiebungen ausgesetzt sind. Da sich nun in unmittelbarem Zusammenhang damit und im ganzen Zusammenhang des Bewusstseins die Aufmerksamkeit bald auf jene, bald auf andere Bestandteile der Vorstellung richtet, beziehungsweise sich richten kann, können doch selbst die konstantesten Merkmale im Wechsel der Abperzeption gegen andere, die sich nur vorübergehend aus der ganzen Verbindung erheben, zurücktreten. Darauf beruht die Tatsache, dass der Gegenstand oft nach einem variablen, unwesentlichen Merkmalen und in verschiedenen Zeiten und Orten nach verschiedenen Merkmalen benannt wird. Jetzt merke ich eben, weil ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich bei der ersten Aufnahme dieser 20. Folge das Knöpfchen nicht gedrückt habe, also schön meinen Vortrag gehalten und hinterher festgestellt, dass die Sache nicht im Kasten ist. Jetzt im zweiten Durchlauf bin, merke ich hier an der Stelle, dass ich schon etwas gelangweilt wieder dasselbe erzähle und stelle fest, dass sich mein Bewusstsein jetzt, damit wir gleich ein praktisches Beispiel haben, dass sich mein Bewusstsein in Bezug auf diese Realität, um jetzt mal ein X zu benennen, doch sehr ändert, also von meiner Stimmung jetzt abhängig ist, wie ich reagiere oder was ich sage und mit welchem Interesse, auf welche Punkte ich da eingehe
versuche zu vermeiden, nochmal dasselbe zu erzählen und auf andere Punkte aufmerksam zu machen und erinnere mich gerade, was ich bei der Nummer 116 ersten Blind-Vorlauf quasi in der Trainingsversion der Folge 20 zum Besten gegeben habe, dass es sich hier um eine objektivistische Betrachtung handelt, die zwar auf kritische Punkte in der Objektivitätsfeststellung der Allgemeingültigkeit hinweist, dass Aufmerksamkeit relativiert, Perzeption, das heißt der Einfluss der Erinnerung, der Erfahrung zur Steuerung, Richtung der Aufmerksamkeit, dieser Einfluss, alles relativierend, aber alles in allem eben doch nicht die Konsequenz, die es bei strenger und scharfer Logik, gründlicher Logik zu ziehen gibt, dem Objektivismus einen Garaus zu bereiten, das findet nicht statt. Und deswegen sind solche Bemühungen eher irreführend als zielführend in dem Sinn, dass die Logik eben nicht in einer Sackgasse landet und beweist mit dem, was eigentlich zu beweisen ist. Also die Beweise, Petitio Principi heißt der logische Fehler, dass mit etwas bewiesen wird, was erst zu beweisen ist. Nach dem Motto, ja, auch wenn jetzt ein Gegenstand bei veränderten, relativierten Lichtverhältnissen eher schwarz erscheint als rot, dann kann ich da hinterher doch das Licht anmachen und dann ist er wieder rot. So auf die Art, diese Art von Beweisführung ist natürlich nicht akzeptabel. Oder dass Japan ist der Ort und Stelle, nächsten Tag aufwache, Sonne scheint. Je nachdem, welches ist, aber dahinter gibt es dann die Sonne dann wieder, ist alles Tatsache, Realität, berechenbar, das Programm. Geht aber an dem Punkt vorbei, dass es sich hier immer nur um Wahrscheinlichkeiten handelt und die zwar von einer ziemlichen Notwendigkeit immer Regelmäßigkeit haben, es gibt aber keinen anderen Grund, als dass es bisher immer so gewesen ist, also nur die Erfahrung. Und das sind jetzt mit der Sonne und derartige messbare, wo man sich auf messbare Einheiten geeinigt hat, jeden Fall wiederkehrende Angelegenheiten. Aber es gibt eben auch sehr viele Sachen, wo die Erfahrung dann nicht mehr gültig ist. Kant hat das Beispiel mit dem Dieb, wo es den Dieb gibt, der gute Erfahrungen gemacht hat und denjenigen, der eben schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also ist die Erfahrung eigentlich kein Kriterium, was jetzt der Realität angeht. Sind alles nur statistische Größen und die sind nützlich, weil man eben Einkaufsverhalten einer Bevölkerung über 100 Jahre hinweg geht man davon aus, dass so und so viele Rollen Klopapier da über die Ladentheke gehen und Putzmittel waren es im letzten Monat so und im letzten Jahr so und so viel und in diesem Jahr werden es auch nicht recht viel mehr sein, es sei denn, es ist eine Corona-Pandemie und da hocken die Leute zu Hause und wissen nichts Besseres als die Wohnung nach Strich und Faden zu putzen, zu desinfizieren und wie auch immer.
Aber da kann es dann eben mal auch sein, dass so eine Putzfrau plötzlich einen Koller kriegt und keinen Putzlappen mehr anrührt für Jahre. Eine Verhaltensneurose. Wenn man den Einzelfall dann plötzlich heranzieht, dann schaut die Angelegenheit ganz anders aus. Es ist unter Umständen ziemlich vorbei mit dieser Gesetzlichkeit. Ja, Rotzwadowski. Es folgt die Nummer 117 und ich hoffe, gut zwei Drittel sind an mir vorübergegangen, dass ich diesen Turnus gut überstehe, nicht allzu schlechte Folge wird. Aufgrund einer Verdoppelung bei der Folge 20, kann es gar nicht oft genug wiederholen. Friedrich Weismann, Wiener Kreis, nicht Neopositivist vielleicht auch, aber Wiener Kreis, aus der Ecke Wiener Kreis, Logik, Sprache, Philosophie, das sind die Typen, die da mit dem Otto Neurath wollten die so eine Gleichheitssprache oder normierte Wissenschaft erfinden. Da weiß ich doch da schon, was da los ist. Wenn du mir nicht gehst mit denen, würde ich da alles hinterher sagen. Wenn du mir nicht gehst mit denen, Neopositivisten. Also machen wir uns vor allen Dingen klar, dass das Wort gleich nicht eine Bedeutung hat. Da habe ich in der ersten Version falsche Betonung. Das ist jetzt korrigiert. Also kein Schaden ohne Nutzen. Eine Bedeutung hat, sondern viele. Wenn ich etwa weiß, wann zwei Raumstrecken gleich sind, wenn ich etwa weiß, wenn ich so nahe hergehe, dann brauche ich keine Brille. Das heißt, ich bin verschwommen. Erst hier brauche ich die Brille. Deswegen habe ich so gerne die Freiheit, Bewegungsfreiheit nach hinten. Wenn ich etwa weiß, wann zwei Raumstrecken gleich sind, so geht daraus noch gar nicht hervor, wann zwei Zeitstrecken gleich sind. Tatsächlich muss ich für diesen Fall eine neue Bestimmung treffen. Und das Wort gleich wird in beiden Fällen nach verschiedenen Regeln verwendet. Und daher hat daher eine verschiedene Bedeutung. Bedenkt man ferner, wann man von gleichen Maßen, von gleichen Temperaturen, von gleichen Helligkeiten spricht, erkennt man, dass der Sinn dieses Wortes weit entfernt davon ist, derselbe zu sein. In jedem Fall, in jedem dieser Fälle von Neuem erklärt werden muss. Bedeutung ist immer dann die Rede, wenn etwas nicht klar ist, also wenn etwas nicht so ist, sondern eben herumgedeutelt wird, interpretiert werden kann. Und wenn schon mal interpretiert wird, dann kann es mit dieser Realität nicht so weit her sein. Wenn man auch anders interpretieren kann, überhaupt interpretieren. Das würde unter einem absolutistischen Demagogen wäre so nach George Orwell, in so einem Staat wäre das Interpretieren verboten, sondern man müsste sich an die offiziellen Regeln, Definitionen halten, die überall dann auch ersichtlich sind. Man hat da sein Apparat mit dabei, mit dem man sich identifiziert, der zu einer etwas gekrümmten Körperhaltung dann führt. Und da kann man sich dann jedes Mal die offizielle Definition herunterladen, wenn man mal durch irgendeine Schwäche, geistige Schwäche, plötzlich auf das falsche Brett gelangt, interpretieren zu wollen. Und solche Interpretationsversuche, die werden dann sofort mit einem Zeichen von diesem
Apparat, diesen Kommunikator, der ja immer mithört, was da gesprochen wird, werden sofort korrigiert. Da ertönt dann ein ganz bestimmter Sirenenton in einer Frequenz, die, wo ich Ausschlag davon kriege, wird man da hingewiesen. So schaut's aus. Die Sprachpolizei an jeder Ecke lauert. Bedeutung, dieses Wort gleich, den Kalau bringe ich jetzt noch an aus der ersten Version, möchte man quasi etwas schmunzelnd sagen, es ist gleich, ist nicht gleich gleich. Die uralte Weisheit aus der Rumpelkammer der Menschheitsgeschichte, aber immer nur zur Randfigur, verdammt. In Geheimgesellschaften wurden diese Weisheiten von Eingeweihten weitergetragen bis ins 19. Jahrhundert, um dann im 20. Jahrhundert vollkommen in Vergessenheit zu geraten. Es ist nicht alles gleich, was gerochen wird. Und überhaupt, genau, das ist jetzt neu, hat es in der ersten Version nicht gegeben. Diese Sinne sind untereinander auch inkommensurabel. Also ich kann das, was ich gehört habe, nicht mit dem vergleichen, was ich gesehen habe. Dieser Reiz oder diese ganze Funktionalität, wie so ein Ohr funktioniert, ist etwas völlig anderes wie wie das Auge funktioniert, wie mit der Reizverarbeitung. Und wenn ich da gibt es auch so Beispiele, wenn man den Hörnerv reizt, dann wird etwas Gehör, mit dem Sehnerv funktioniert es, genau. Wenn der durch einen Stoß oder irgendeine andere Affektion da gereizt wird, dann wird etwas gesehen. Heißt irgendein Blitz oder so in der Richtung, aber der Sehapparat schaltet sich ein, wenn der Nerv gereizt wird. Und das finde ich ist noch interessanter, weil es ja im Grunde genommen immer separate Wirklichkeiten sind, die miteinander sich nicht vertragen. Oder miteinander, die nur in sowas wie einem Bewusstsein dann vereinheitlicht werden. Oder man könnte sagen, das Bewusstsein ist eigentlich die Einheit, die von dem abgesehen, dass es sich bei dem Wort um eine Abstraktion handelt, die den Zweck erfüllt, etwas zu beschreiben, das vereinheitlicht. Eben alle diese Sinne zu einem Bewusstsein und am einfachsten ist es, dieses Bewusstsein dann noch mit einem Ich oder mit einer Person zu verknüpfen, die dann so ein Bewusstsein hat, da noch eine Kontrolle drauf hat, wie diese Vereinheitlichung da stattfindet in Form einer Konzentration, Fokus, Aufmerksamkeitsrichtung, Intentionalität. Ich will damit verdeutlichen, wie sehr diese Macht, sage ich mal, es eine Macht darstellt, dieses Bewusstsein zu steuern. Es wird gesteuert, das Bewusstsein, wird gelenkt, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die ganze Einstellung oder wie ich da jetzt drauf bin für irgendwas, wie immer man das auch nennen mag, das sind ja alles nur Begriffe, um sowas, so Zustände, Wörter zu finden. Und Bewusstsein hat sich in vieler Hinsicht bewährt, auch wenn es immer noch ein X ist und da sehr viel Gesprächsbedarf ist, um das Ganze zu klären. Also alles
Wenn man nur ein bisschen unter die Oberfläche schaut, dann wird klar, wie schwierig so eine Realität, da diese Behauptung einer allgemeingültigen Realität, wie schwierig die zu erkennen ist oder zu beweisen ist. Das Ganze lebt eigentlich nur von der Dummheit der Masse der Menschen. So könnte ich etwas despektierlich die Sache abrunden. Es hat jetzt auch noch gefehlt, ein akustisches Erdbeben. Ich bin schon wieder am Ende meiner Zeit angelangt und muss jetzt noch sagen, dass ich in der ersten Version bin ich da zwei Nummern weitergekommen. Was jetzt nicht kein Werturteil in dem Sinn ist, aber ja, eher das hatte ich in der ersten Version noch angesprochen, dass wir mittlerweile bei Folge 20 sind. Es folgt ja Folge 21 sind, korrigiere mich, Folge 21, es folgt die Folge 22, das heißt, es sind 10 volle Stunden und die Nummern hier habe ich schon mal überschlagen. Es sind so zwischen 350, so Mitte 300. Da wären wir jetzt knapp ein Drittel, rechne ich jetzt 20 Folgen für ein Drittel und drei Drittel 60 Folgen. Das heißt 30 Stunden. Müsste sich dann die Generation im Jahre 2021, die finden sich dann zu einer Gleichsatz-Action-Flash-Mob, wie auch immer, und ziehen das Ding dann einen Tag und wie viele Stunden durch bei Chips und Smoothie, wenn es die noch gibt, und wer einschläft, hat verloren. Ohne Pillen, wer einen Drogentest nicht besteht, hat auch verloren. Gibt es so richtige Gleichsatz-Championships mit den Riesen-Ottos, so unendliche Geschichte, Trilogie-Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, von der ich damals noch dachte, jetzt muss ich aber Schluss machen, dass damit alles erledigt ist, und das sollte jetzt die letzte Folge sein, weil ich jetzt keine Lust mehr habe, obwohl es mir eigentlich großen Spaß gemacht hat. Und aufgrund dieser vielen Zuschriften dann musste ich nochmal eine Folge Erkenntnis und nochmal eine Folge Realität machen. Ja, macht nur Spaß. Ich denke mal, hier bei der Trilogie wird es das gewesen sein. Aber jetzt ist Peace out und Schluss.